Hey Leute, Guppi, heute schauen wir uns mal wieder an, was der liebe Xur für uns hat. Er befindet sich im Turmhangar, rechts, wenn ihr spawnt, und steht wieder wie immer in der Ecke. Heute hat er für uns hoffentlich mal wieder was Nettes. Vermächtnis-Engramm für Primärwaffen, okay. Dann Ruinflügel für den Titan, die werde ich mir direkt mal holen. Findet häufiger schwere Munition und erhält mehr Munition in jeder schweren Munitionslieferung, sehr gut. Schnelles Nachladen mit Raketenwerfern, sehr, sehr schöne Ruinflügel, gefallen mir, werde ich direkt mal besorgen. Dann haben wir ein versiegeltes Ahamkara-Griffe für den Jäger. Gewinne zusätzliche Nahkampfenergie und Nahkampfschaden, kann die Primärwaffe nachladen. Erhöhtes Nahkampfangriffstempo, schnelles Nachladen mit Fusionsgewehren. Hört sich sehr gut an, werde ich direkt herausfinden. Und Licht hinterher Nemesis für den Warlock. Supers erzeugen eine zusätzliche Sphäre, du kannst schneller wiederbeleben und wiederbelebt werden. Mehr Superenergie durch Nichthüter-Kills. Wenn du Sphären aufhebst, erhältst du Bonus-Nahkampfenergie. Auch ein sehr, sehr, sehr netter Helm, den haben sie stark verbessert. Und als Waffe hatte heute das erste Mal die Falkenmund dabei. Zwei zusätzliche Geschossen gewähren Bonus-Schaden und ihr habt einen Schuss im Magazin, was nochmal Bonus-Schaden verursacht. Ja, dann hat er für uns den Plasma-Antrieb, die Smaragd-Spule, wie immer schwere Munitionssynthesen und drei der Münzen, was aber leider runtergepatcht wurde. Es funktioniert zwar immer noch, aber macht es am besten mit Strikes und nicht mehr mit den Bossen farmen. Ja, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich hat so was Nettes für euch dabei. Aber ich denke mal schon, da es erst die zweite Woche ist im neuen Jahr, sage ich mal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.